Willkommen beim Blog Maria Magdalena. Gerade da, wo es am 2. Dezember gebrannt hat, also im Bereich der Empore, wo das Holz alles weggebrannt ist, darunter liegt eine Schüttung. Und diese Schüttung wird gerade herausgenommen und in dieser Schüttung wird gegraben durch Archäologen, und zwar der Archäologieagentur. Da arbeitet Frau Dr. Gessner und Frau Dr. Dittrich. Und auch Herr Freitag ist mit dabei, und die drei, die haben dem Boden dort schon einiges abgerungen an interessanten Dingen. Da lasst uns hingehen, und das will ich mir gern mit euch gemeinsam anschauen. Also, auf geht's. Die Archäologie ist schon kräftig am Werk. Haben Sie denn schon was gefunden? Noch nicht viel. Glas, bisschen Nägel und Schrott. Aber wir sind auch noch nicht sehr alt hier. Das ist alles noch recht jung. Genau, gerade am Anfang. Ja. Wir haben hier natürlich ganz andere Erhaltungsbedingungen, als wir normalerweise unter der Erde haben. Wir graben ja vor allem, und das sind vor allem Lederfunde, sind durch die Feuchtigkeit in der Regel schon vergangen. Und hier ist offensichtlich das Oberteil von einem Schuh, von einem Kinderschuh. Hier waren meistens bunt, diese Schuhe, und hier oben gab es Löcher, wo man dann die Schnürsenkel durchfädeln konnte. Und hier ist ein Ledertuch. Fein gegerbt, feinstes Leder. Also wofür es benutzt wurde, aber es ist in sehr guten Zustand. Hat sich ja mal nicht eben so armen Leuten gehört. Nee, das denke ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. So, und jetzt kommen wir natürlich dann an. Wir haben es offensichtlich mit Herren zu tun, weil hätten Damen oben in der Loge gesessen, sie hatten ja schon angedeutet, dass es die Patronatsloge war, hätten wir viel mehr Haarnadeln gehabt für die Hauben. Ja, ja. Und bei den Herren haben wir Überreste von... Das habe ich auch im König Klosterhausen gefunden. Ja. Und wissen Sie, ist das... dieses Ende kommt mir komisch vor. Ist das Ton, oder ist das... Das ist komisch, weil da ist ja noch, es scheint das Mundstück zu sein. Genau. Und das ist ja noch Ton, aber was ist das hier? Das könnte, ist das Holz? Das könnte oder Holz Horn, sein. Dachte ich. Irgendwie oder Horn, ja. Aber so kenne ich es gar nicht. Ja. Ich kenne immer nur so, genau, mit Inschriften. Ja. Und hier ist noch eine Umwickelung, um es sozusagen mundfreundlicher zu gestalten. Ja. Und was ist das? Da wird eine wie eine Zigarette. Ach so, genau. Sie kennen das sicher, dieses Tabakskollegium aus dem 18. Das sind so ganz lange Pfeifen mit so einem kleinen Kopf vorne. Ach so, ja. Und dann kann man so pfeifen, und dann kann man hier unten schmauchen. Das stammt eigentlich aus den Niederlanden. Das haben die Seeleute sozusagen mitgebracht. Ja. Und das hat im 18. Jahrhundert, hatte jeder Mann so eine Tonpfeife. Beim Soldatenkönig musste man rauchen. Man musste saufen und rauchen. Genau, es gab übrigens Gesandte aus den Niederlanden, die haben sich abziehen lassen, weil sie gesagt haben, sie halten es nicht mehr aus am preußischen Hof. Da wird so viel gesoffen, dass ihnen praktisch, dass sie das körperlich nicht mehr durchhalten. Ja, ganz neu. Ich dachte mal, die wären so spannend. Der Soldatenkönig, der war ordentlich. Also der hat ja die Politik beim Tabakskollegium gemacht. Da wurde die ganze Politik, da wurden die Zeitungen gelesen, und es wurden sozusagen die Politik gemacht. Da wurden Gesetze beschlossen. Genau. Ja. Genau. Und sein Sohn hat aus Schmerz auf seinen Vater, hat das Rauchen komplett abgelehnt. Der, weil der Vater, gesagt, der seinen Freund erschossen oder unter anderem enthauptet. Der hatte was, und er hat geschnupft. Also Friedrich hat geschnupft und hat nicht geduldet, dass an seinem Hof geraucht wird. Wahrscheinlich in Opposition zum Vater. Sein Vater war ein großer Jäger, und der Sohn hat die Jagd abgelehnt. Ja. Genau. Also da gab es deutliche Familien. nur beim Alkohol haben sich dann wieder getroffen. Ja. Und das konnten wir eben zeigen. Auch natürlich. Die Knöpfe. Knöpfe noch. Genau. Eben auch ein Hinweis auf Herren. Was dort oben drin saßen. Also, es gibt hier ein paar verzierte Exemplare.
Hier ist auch, das sind auf jeden Fall bessere Knöpfe. Und dann gibt es die einfachen Formen. Hier ist ein Metallknopf, aber auch blank poliert. Das könnte Blei oder Nickel sein. Hier sind auch Bleiknöpfe und das sind Kupferknöpfe. Ja. Und hier ist nochmal so ein Aufsatz aus Holz mit Gold überzogen. Mhm. Schwer zu sagen, ob das tatsächlich von der Kleidung stammt, das gibt es manchmal. Aber es gibt auch, dass das eben als Aufsatz von Möbeln oder, oder vielleicht auch von einem Stock oder was? Von einem Stock, genau, würde auch gehen. Also da müsste man mal gucken, ob es da Vergleiche gibt. Aber es ist auch eine ganz schöne Sammlung. Ja. Und das sind so klassische Verlierfunde, die eben bei, die den Herren dann von der Kleidung fallen, dann durch das Holz rutschen und so in die Schüttung geraten. Ja. Handelt es sich also um einen Aufsatz Anhänger? Von einem, ja, erstmal um einen Anhänger aus dem späten 19. Jahrhundert und ein Schulterstückaufsatz. Genau, eine Epaulette oder Epaulette. Epaulette, ja. Genau. Beides Messing vergoldet. Ja, eine Familie in Eberswalde, die seit 1750 hier bezeugt ist. So ist also das, uralter ja. Juwelieradel. Unglaublich. Und das sehen Sie alles, wenn Sie dieses Teil da haben. Das haben die mir erzählt. Ach so. Ich habe mit zitternden Händen habe ich es rübergereicht und gefragt, was ist das? Und dann haben sie mir aber leider einen Zahn gezogen. Ach so. Also es ist Glas, es sind Glassteine. Ja. Es ist vergoldetes Messing. Aha. Und es ist offensichtlich gestanzt und dann eben in Handarbeit zusammengesetzt. Okay, also so 1900 dann. Ja, ja, ab 1870 also ich hatte ja so meinte man Hoffnung, wohl. Aber ich fand es trotzdem sehr hübsch. Ja. Und es ist auch interessanterweise, ist die Rückseite ja auch so offensichtlich filigran gestaltet. Ja. Und ich muss sagen, also das war schon besonders, als wir das gesehen haben. Ja, ja, ja. Auf der Loge. Hier ist ein Vogelknochen, also wahrscheinlich Schwan oder Gans oder so, also von einem größeren Vogel. Bei den Nüsschen, also Haselnüssen, da kann man nicht genau sagen, ob das tatsächlich die Menschen mit noch umgebracht haben oder vielleicht auch Tiere. Es gibt ja auch die berühmte arme Kirchenmaus, die da möglicherweise auch ihre Haselnüsse versteckt hat. Und genau, und hier sind sogenannte Knebel, Gewandknebel, ja, die man so wie sich, Knöpfe, oder genau, so wie Knöpfe, genau, die man mit denen man Kuppen verschließen kann. Und hier sieht man auch, dass die farbig gefasst waren. Also offensichtlich gibt es hier noch eine weiße Farbe, die hier dran ist. Wenig Keramik. Wir Archäologen sind ja eigentlich gewohnt, immer Keramikscherben zu finden. Ja. Das ist die einzige. Das ist eine Bodenscherbe, das ist rote Irdenware. Also es ist, wir nennen das dann frühe Neuzeit, es könnte so barockzeitlich sein. Also ja. Und weil die Herren, die haben nicht nur anscheinend Geflügel zu sich genommen, sondern auch Austernschalen. Schnabuliert. Also hier ist nochmal ein Fragment einer Austernschale. Und das ist ja ganz wirklich, weil die Austern mussten ja lebend verzehrt werden. Also das heißt, man musste eine sehr schnelle Küchenpost installieren, die nur dazu da war, diese frischen Austern meistens von der Nordsee in den preußischen Hof zu bringen. Wie die jetzt nach Eberswalde gekommen ist, weiß ich nicht, aber offensichtlich hat sich da jemand auch was gegönnt. Das war also mit dem Besonderheit Upper Class. Genau, das war Upper Class. Das hat sich nicht jeder leisten können. Aber ist ja auch die Patronatsloge. Ja, eben. Da ist ja auch nicht jeder. Danke für euer Interesse an den Funden, die in der Maria-Magdalenen-Kirche gemacht wurden. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann drückt den Daumen nach oben. Und wenn ihr wieder einige Neuigkeiten aus der Maria-Magdalenen-Kirche hören wollt, dann abonniert einfach unseren Blog. Für heute sage ich euch auf Wiedersehen und ich freue mich, wenn wir uns wieder begegnen.